Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Und der gute Junge ist hier, hat hier gewartet, währenddem ich einen Kaffee geholt habe, kurz aufs Klo bin. Und jetzt geht es weiter. So, wir müssen jetzt den Eingang finden. Hast du schon gedacht, ich bringe mich um, ne? Warum ist jetzt das Zeichen gerade... Buffett? Ah. Ja. Geht's rein. In die Höhle des Löwen. Ladebildschirm. Wo sind wir hier? Ah, hier. Das Geheimnis der Visitazione. Die Rätsel der Katakomben von Visitazione lösen und das Assassinensiegel finden, das darin versteckt ist. Natürlich. So, Rätsel. Das klingt ja schon sehr gut. Neuer Status gesucht, die Wachen, bla bla. Den Assassinen-Sarkophag finden, das wissen wir bereits. Oh, shit. Da bewegt sich etwas in diesem Heuhaufen. Nein? Setz dich wieder hin. Wir sind mitten in einem Spiel. Ah, nein, nein, diesmal war da was. Ich weiß es. Das sagst du doch jedes Mal. Du hast recht. Da war was in dem Heuhaufen, du Waschlappen. Deine Witze sind langweilig. Das ist kein Spaß. Ich hätte sterben können. An Ratten? Du nimmst unsere Arbeit nicht ernst. Ein Fehltritt. Einmal den Rücken in die falsche Richtung gewendet und du bist tot. Wegen der Ratten? Ich muss mich vor dir doch nicht rechtfertigen. Bitte, hör nicht auf. Das ist so unterhaltsam. Kann der andere sich wegdrehen? Ich würde ihn gerne töten. Bitte, komm wieder her. Nein. Ich beschütze dich, keine Sorge. Vaffanculo. Und so soll es jetzt wirklich bleiben? Ja. Ich kann ihn nicht töten. Ich habe ihn visiert. Aber ich kann ihn nicht töten. Es geht nicht. Jetzt geht's. Der hat das nicht gesehen. Der guckt doch hier hin und hat das nicht gesehen. Ernsthaft? Alter, ich will nicht ihn, ich will ihn. Ja gut, wenn der nichts. Okay. Das scheint sein Ernst zu sein. Das ist ja interessant. Okay, ich kann das nicht benutzen. Wurfmesser kann ich auch nicht benutzen. Schade. Kann ich denn jetzt irgendwie... Ich würde gerne zu dem hin, ohne dass er mich sieht, aber... Das geht ja so nicht. Oh nein. Das kennen wir doch schon. Okay. Dann müssen wir halt irgendwie wieder dasselbe machen. Wie auch schon. Lasst mich doch! Nein, Junge. Ich bin schneller. Ja, das glaube ich dir. Du hast auch nicht eine Steuerung, die du betätigen musst. Ausweg finden, bevor er mich tötet. Oh nein. Ich muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Aber schön, dass der immer wartet. Das finde ich sehr nett von ihm. Ich bin entkommen. Na klar, bist du entkommen. Lasst mich doch! Das war klar. Bitte war klar. Oh, das war gut. Das war gut. Als hätte ich das schon 100 Mal gespielt. Ich muss links, ne? Nicht mit mir, Junge. Alter. Okay. Hier durch. Nicht fluchen, sonst muss ich wieder hören. Du hast wieder geflucht.
Ich habe nicht geflucht. Ich glaube, ich bin entkommen. Natürlich tust du das. Lass mich doch. Mann, ich möchte doch alles erkunden und jetzt laufe ich in diesem Trottel hinterher. Wir werden angegriffen. Wachen! Oh, mi. Oh, das war gut. Alter, ich war gerade am... Was ist das denn? Kann ich jetzt bitte hier... Tür öffnen? Soll ich denn hier liegen lassen? Der hat aber auch eine komische Position. Das sieht nicht sehr gemütlich aus. Aber okay, ich lass den mal da so liegen. Ich gehe mal hier hoch. Ich habe das Gefühl, das wäre vielleicht besser. Sind hier die Typen? Da hinten. Oh nein. Ihr wisst jetzt nicht, warum ich das sage. Ihr wisst es nicht. ich kann mich an diese Szene erinnern. Ihr wisst ja, ich habe tatsächlich Assassin's Creed 2 schon mal gespielt. Das ist sehr lange her. Wahrscheinlich sogar um 2009 rum, als das Spiel rauskam. Und ja, das hier ist, das wird uns sehr viel Freude bereiten. Oh Gott. Ich weiß natürlich nicht mehr, wie es war, aber ich weiß, es ist mir, naja, mit Ärgernis in Erinnerung geblieben. Was ist denn das da hinten? Diese komischen Dinger da in der Wand. Alter Vater. Okay, das ist aber ein ganz schön langer Weg, meine Freunde. Ist das, ja, ich wusste es, dass es ein Ding mit Zeit ist. Alter, wir sind zu... am... Püchen. Hä, warum? Ja. es hat super geklappt. Wir sind echte Profis. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Freunde, das wird nicht einfach. Das kann ich euch jetzt... Kann ich das bitte jetzt betätigen? Ich würde das... Hallo? Wie das Ding nur... Alter. Wie das Ding immer erst dann kommt, wenn... ja. Ich hoffe, es wird jetzt nicht immer angezeigt, das Ganze, weil... Okay, jetzt nicht. Wenigstens das nicht. Das wäre noch mieser. Was ist das für ein Ding? Ja, ich... Warum? Oh Gott. Ich verstehe das Ding nicht. Ich verstehe es nicht. Okay. Ich hoffe, dass diese Punkte, die man da sieht, dass das irgendwie so Zwischendinger sind. Ernsthaft? Oh Mann! Habe ich schon erwähnt, dass uns das Spaß bereiten wird? Habe ich, ne? Okay. Ich gebe mein Bestes, ich kann aber bei weitem nichts versprechen. Das, ich meine, ganz ehrlich, wer hier schon länger zuguckt bei mir hier, der weiß... Alter, was ist denn los? Warum springt der denn gleich zurück? Das kann ja nicht wahr sein. Der weiß, ich wiederhole mich, der weiß, dass ich hier meine Problemchen habe, aber das geht ja nicht nur mir so bei Assassin's Creed, das ist ein weit verbreitetes Phänomen. Beim Hochlaufen an die Wand. Ich verstehe es nicht. Mann, es ist gemein. Ich spiele Assassin's Creed halt immer wieder mit Pausen und dann kann man sich so Sachen halt nicht merken. Das ist halt... Oh Mann. Das wird dauern. Das wird sowas von dauern. Alter, was war das denn?
Ich weiß halt auch nicht, ob ich Zwischenstationen habe. Da habe ich mich ehrlich gesagt bei der Sequenz nicht geachtet. Ob es da dann wieder solche Dinger hier gibt. Dass man quasi irgendwo dann wieder Zeit bekommt. Alter. Gibt's denn hier keinen anderen Weg? Ich bin schon bei der ersten Wand am Verzweifeln. Das kann ja nicht sein. Na komm, ich will ein bisschen schneller wenigstens. Das wäre sehr schön. Ich soll nach oben drücken bei der Wand. Und wenn ich das mache, dann springt er zurück ins Wasser. Das ist irgendwie suboptimal. Deswegen bin ich ein bisschen in die gewünschte Richtung. Okay, jetzt. Hä? Was? Okay. Kannst du bitte... Alter, was machst du denn? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Mann. Warum lässt er denn jetzt los? Er hat nicht geschwungen, wie er sollte. Ja, jetzt machst du einen auf Delfin, aber ich wäre froh, wenn du einfach nur schneller schwimmen würdest. Das wäre mir viel lieber. Oh Gott. Ja, das wird noch sehr erfreulich hier. Das ist, okay, jetzt mit Schwung hat's geklappt. Wo muss ich denn hier hin? Oh Gott. Jetzt? Das reicht doch niemals darüber. Okay, es reicht. Jetzt kommt wieder Zwischensequenz, dann will er wieder nicht mehr schwimmen. Ah doch, dieses Mal will er. Das ist erstaunlich. So, ich habe ein bisschen Angst, dass die... Nein, nicht. Kann man hier vielleicht nochmal, ne? Wäre sehr schön, wenn es hier so eine Zwischendingens gäbe. Habe ich das schon mal erwähnt? Nein! Okay, jetzt ist gleich vorbei. Nein, was machst du denn? Ja. Es gibt hier wohl kein Zwischending, ne? Das heißt, wir müssen das alles in einem Rutsch machen. Ja, dann Prost Mahlzeit, du. Ja, ist alles wieder weg. Oder? Alles weg? Ich glaube ja, ne? Das Ding ist noch da. Das Ding ist weg. Ich weiß aber nicht... Alter, was machst du denn hier wieder? Muss ich jetzt alles wieder zurück? Wie komme ich denn wieder zurück? Das ist doch kacke. Ich finde das so gemein, dass man das alles in einem Rutsch machen muss. Außerdem, wie komme ich denn hier wieder zurück? Habe ich keine andere Möglichkeit? Kann ich nicht einfach hier weiter? Nein. Ich gucke einfach mal. Man kann sie ja probieren, ne? Okay, da komme ich nirgendwo. Ich sehe nix. Wie komme ich denn hier bitte wieder zurück? Ja, so ist. Oh, ist das doof. Ich hasse solche Sachen. Also, nein, hassen nicht. Ich finde es ja eigentlich ganz cool mit diesen Räumen und diesen schwierigen Geschichten. Aber manchmal ist halt dann einfach die Steuerung. Wenn man die nicht intus hat, dann ist das echt. Es ist echt eine knackige Sache. Das muss man halt schon sagen. Das ist immer... Ich hatte gedacht, das klingt nach einer Feder oder sowas.
Hätte ja auch sein können, dass hier irgendwo eine Kiste oder was versteckt ist. Und wenn man halt in der Steuerung nicht drin ist, also wenn man dann halt wie ich manchmal ein paar Wochen gar nicht mehr spielt, dann ist das echt mühsam. Das muss man schon sagen. Ich weiß, sie geben einem, glaube ich, da schon ziemlich genug Zeit jetzt für solche Sachen. Also, dass ich jetzt hier eigentlich genug Zeit hätte. No, aber nicht, wenn ich das so mache. Was? Nee. Ja, ich glaube, in 2-3 Folgen werden wir dieses Rätsel knacken. Da könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Obwohl, ich glaube, wir waren jetzt schon ein Stück weit gekommen. Ich glaube, wir waren tatsächlich schon ein Stück weit gekommen. Aber halt. Halt nicht so schnell, wie man es gerne hätte. So. Ja, aber jetzt mal gucken, wie. Was machst du denn jetzt da wieder, bitte? Alter, was? 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 Genau das meine ich. Manchmal ist diese Steuerung einfach. Einfach nur ein. Fucking WTF, also what the fuck für diejenigen, die da den Begriff nicht kennen, ne? Oder auch was zur Hölle? WTH könnte man auch sagen. Das ist, ich meine, das war jetzt wieder sowas von unnötig gerade. Aber hey. Man muss das Positive sehen. Ich glaube, wir müssen nur noch zwei solche Dinge machen, ne? Ich glaube, das hier... Ich glaube, wir hatten alle bis auf zwei schon, ne? Bin mir nicht sicher. Bin mir echt nicht sicher, aber ich hatte es irgendwie in der Erinnerung, dass wir eigentlich schon ziemlich viel gemacht haben und irgendwie nur noch zwei brauchen. Bin mir aber echt nicht sicher. Also, wenn es nicht stimmt, ne? Alle Angaben ohne Gewehr. Auch wenn wir noch Munition haben. So. Jetzt sind wir wieder hier. Kann ich jetzt hier eigentlich auch hier lang? Das oder ist das dann falsch? Müsste eigentlich gehen, ne? Wo muss ich denn hier hin? Ich glaube, ich muss hier nach links. Das war der Fehler. Wird's jetzt schon wieder schneller? Es wird schneller, oder? Wo muss ich... War das... War's das? Ich glaube, das war's. Oh, bitte sag mir jetzt, dass ich hier nicht noch die Zeit brauche. Das ist aber cool gemacht. Natürlich schön, das Assassinenzeichen. Schön. Haben wir's? Haben wir's? Alter, das würde ja bedeuten, dass wir das in einer Folge geschafft haben. Was ist denn los? Wenn ich so auf die Uhr gucke. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. In einer Folge. Ich bin so stolz auf mich. Jetzt bitte alle einen Daumen hoch machen. Einfach, weil ich es geschafft habe. In einer Folge. Und nicht in 20. Befürchtet. Wer jetzt keinen Daumen hoch macht, der darf nie mehr auf meinem Kanal was gucken. Wer keinen Account hat auf YouTube, muss jetzt einen erstellen. Und einen Kommentar machen. Ich habe einen Account erstellt. Extra. So, wir haben, glaube ich, alle Truhen. Abgesehen natürlich von der Truhe Nummer 1. Naja, ist ja keine Truhe. Ach, schön. Ich freue mich, dass wir das in einer Folge geschafft haben. Ich kann mich erinnern, dass ich damals mich auch sehr über diese Rätsel geärgert habe. Sehr. So. Das Geheimnis der Visitatione. Visitatione. Wir machen jetzt eine Leibesvisitation.
So, sehr schön. Ja, schön verschließen. Und Judis. So.